Wir begrüßen euch zu unserem Osterspaziergang nach dem Motto gemeinsam gegen Glaubenskriege, gegen Radikalismus, gegen die Fehlpolitik und für die Meinungsfreiheit. Ihr kennt alle das Spiel wie immer am Anfang, die organisatorischen Dinge. Es besteht wie immer striktes Alkoholverbot, das Verbot zum Mitführen von Hunden, abgesehen von blinden Hunden, und genauso das Verbot, Laserpointer mitzuführen und diese zu verwenden. Des Weiteren die Fahnenstangen, Maximallänge 2 Meter, bitte etwas runternehmen. Es geht um eure Sicherheit an den Leitungen der Straßenbahn. Den Anweisungen der Ordner ist wie immer Folge zu leisten, genauso der Polizei. Und wie immer bedanken wir uns mit einem Riesenapplaus bei den Sicherheitskräften für die hervorragende Arbeit. So, Dresden, es ist Ostern und wir haben heute ein buntes Programm für euch zusammengestellt. Bevor unsere Gäste aber zu Wort kommen, will ich ein paar Worte des Dankes an euch richten. Ich danke allen hier, aber genauso den unzähligen Pegida-Spaziergängern in allen anderen deutschen Städten, den Orga-Teams, den Unterstützern, den Spendern für jede einzelne Sekunde, für jeden Schritt, für jeden Cent, den diese ihr mutigen Menschen getan haben mit und für Pegida. Aber damit nicht genug. Ich freue mich mittlerweile auch Pegidas in ganz Europa, ja auf der ganzen Welt, genauso danken zu dürfen. Einen besonderen Gruß deshalb heute nach Australien, wo am vergangenen Samstag, in 16 Großstädten parallel Demonstrationen in unserem Sinne stattfanden. Vielen Dank, Australien, ihr seid spitze. Einen weiteren besonderen Gruß nach London, wo Pegida UK erfolgreich den ersten Spaziergang absolviert hat. Danke, London. Ihr alle seid Teil von etwas Großem und ich bin stolz auf jeden einzelnen von euch, der sich nicht mehr von den Medien und den Politikern einlullen lässt und der Gesicht zeigt auf der Straße für die Zukunft unseres Landes, unseres Kontinents, ja sogar unserer Welt. Ihr alle zeigt Gesicht gegen die Fehlpolitik, welche offensichtlich nicht nur von unserer Pfarrerstochter und dem Pfaffen hier in Deutschland, sondern in ganz Europa und auf anderen Kontinenten praktiziert wird. Hier läuft ganz offensichtlich etwas Gewaltiges schief und es ist an der Zeit, etwas grundsätzlich zu ändern. Wir alle stehen heute wieder hier, um für diese Änderung einen Grundstein zu legen. Die Politiker müssen endlich verstehen, dass die Macht, alle Macht, vom Volke ausgeht und sie nur auf Zeit unserer Angestellten sind, um das umzusetzen, was wir wollen und was für uns gut ist. Da ich später noch einige Male heute zu Wort kommen werde, will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und kündige direkt unsere ersten Gäste an. Das sind heute Mitglieder von verschiedenen GIDAs aus allen möglichen Städten und Bundesländern, unter anderem den Michael Fiehmann, der unser Chef hier sozusagen in Hessen ist, Marco Probach aus Nordrhein-Westfalen, Silvia Rösler aus Leipzig. Ich bitte euch auf die Bühne und ich freue mich, dass ihr jeder ein kurzes Grußwort hier an Dresden richtet. Die sind nämlich heute alle mit Bussen und so weiter hierher gekommen. Vielen Dank. Hallo Dresden! Es ist mir eine Ehre, heute vor so vielen Patriotinnen und Patrioten etwas sagen zu dürfen. Und dafür danke ich euch. Und ich sage noch was. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Freunde. Es reicht, die bezahlten Lobbyisten.
Journalisten, auch Politiker genannt. Sie haben uns, sie haben Deutschland aufgegeben. Doch wir und ihr alle, die hier heute vor mir steht, in ganz Deutschland, wir haben unser Deutschland noch nicht aufgegeben, liebe Freunde. Ja, liebe Freunde, das sind wir. Und dafür werden wir kämpfen, gewaltfrei und friedlich. Denn wir sind nicht nur gekommen, liebe Freunde, um zu bleiben. Nein, wir sind gekommen, um auch etwas zu verändern, was hier schon lange in unserem Land nicht mehr gerade läuft. Denn wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ich danke euch, Dresden! Marco Brubach! Hallo Dresden, guten Tag Deutschland! Liebe Dresdner, es ist eine Ehre für mich, hier sprechen zu dürfen. Mein Name ist Marco Brubach von Pegida NRW. Ich grüße euch! Wir haben kurzerhand einen Bus geschartert und haben uns entschlossen, unseren Osterspaziergang Seite an Seite mit euch zu gehen. Für eure Gastfreundschaft möchte ich mich auch im Namen unserer Spaziergänger herzlich bedanken. Aber ich möchte euch eine Botschaft überbringen. Zum Wohle des deutschen Volkes. Die Eidesformel ist in NRW von den Rot-Grünen nach Antrag des türkischstämmigen Grünpolitikers unter tobenden Applaus abgeschafft worden. In vielen unserer Städte kräht der Muezzin von den Moscheen und es werden immer mehr. In den großen Städten haben Schulklassen 40, 50, 60 Jahre, sogar teilweise 90% Ausländeranteil. Viele Stadtteile gleichen Bildern wie im Orient. Rassismus gegen das deutsche Volk wird geduldet und gefördert. Das Wohl des deutschen Volkes ist in Nordrhein-Westfalen zur Nebensache geworden. Wie Pegida-Spaziergänger in NRW behandelt werden, durften Lutz, Tatjana, Ed und ihre Begleiter hautnah im Kalifat Wuppertal erleben. Das war der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn, sage ich euch. Lutz hat es erlebt. Ich versuche mal frei zu reden. Also ich habe dann den Bürgermeister zur Rede gestellt. Ich habe mich den Stadtrat gestellt, bin dort hingegangen und habe ihn gefragt, was ist eigentlich los mit ihm, Herr Oberbürgermeister Peter Jung? So heißt auch der Bürgermeister in Leipzig. Die heißen nicht nur gleich, die ticken auch noch gleich. Dann habe ich ihn gefragt, wie meinen Sie eigentlich damit, dass Pegida-Spaziergänger verstrahlt sind? Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die Beine in die Hand genommen und ist gegangen. Ich danke euch! Hallo Dresden! Die besten und liebsten Grüße von euren Freunden aus Leipzig! Deswegen bin ich heute hier. Ich selber bin ja schon fast ein halber Dresdner geworden, so oft ich schon hier war, bei unseren Kameraden zu Gesprächen und auch zu der einen oder anderen Geselligkeit. Das Einzige, was ich euch heute sagen kann und darf, ist, früher war Dresden die letzte Ausfahrt an der Autobahn. Wir werden dafür sorgen, Leipzig, Dresden und die anderen Gidas, dass Dresden bekannt bleibt und bekannt wird in ganz Deutschland als die erste Ausfahrt auf der Autobahn Deutschland. Vielen Dank, Dresden. Vielen Dank, Silvio, Marco, Micha. Liebe Freunde, als nächsten Gast begrüße ich den Gründer und Präsidenten der Schweizer Direktdemokratischen Partei. Herzlich willkommen dem Eidgenossen Ignaz Baird. Ja.
Land. Ich bin Präsident der direktdemokratischen Schweiz, ich bin Eidgenosse und wir alle hier ein stolzer Patriot, ein Patriot meiner Nation und ein Patriot Europas. Herzlich willkommen hier in Dresden! Deutschland ist da, da wo starke Herzen schlagen. Und heute schlägt das deutsche Herz, besonders in Dresden, hier an diesem Ort. Darum bin ich stolz, hier zu sein bei euch. Wir sind Deutschland! Wir sind das Volk! 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 Wir in der Schweiz, wir haben die direkte Demokratie. Ihr in Deutschland, ihr habt die repräsentative parlamentarische Demokratie. In meinen Augen ist es keine Demokratie. Es ist eine Demokratur, in der Merkel und Steinmeier über das deutsche Volk diktieren. Schafft diese Leute ab! Volksverräter! 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 Im Unterschied zu Deutschland stimmen wir Eidgenossen selber darüber ab, was gut ist für unsere Heimat und was nicht. Wir haben Nein gesagt zur EU-Diktatur und ich bin überzeugt, ihr Deutschen, das deutsche Volk, sagt auch Danke! Nein, danke, EU! Das deutsche Volk hatte die D-Mark. Jetzt habt ihr den Euro. Und ihr seht, wie schlecht das es euch geht. Ihr seid der Nettozahler Nummer 1 der Vereinigten Staaten von Europa. Doch so kann es nicht weitergehen. Ihr Deutschen, ihr habt ein eigenes Land, ihr seid ein eigenes Volk und ihr braucht auch eine eigene Währung. Ihr Deutschen braucht keine NATO. Die NATO ist nur der verlängerte Arm der US-Amerikaner. Ihr habt es selber gesehen in der Ukraine. Raus aus der NATO! 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 Ihr Deutschen, ihr habt es sicher mitbekommen. Wir Schweizer haben darüber abgestimmt, ob wir ein Minarettverbot in unserer Eidgenossenschaft wollen. Und wir haben klar gesagt, weg mit den Minaretten. Wir brauchen keine fremden Herrschaftssymbole. Wir Schweizer haben letztes Jahr am 9. Februar gesagt, stoppt die Masseneinwanderung in unsere Heimat. Wir wollen nicht fremd sein im eigenen Land. Und wir haben gesagt, wir wollen keine schwerkriminellen Ausländer in der Schweiz. Wir haben Ja gesagt zur Ausschaffungsinitiative. Wir hatten auch eine andere Initiative, zum Beispiel rettet das Volksvermögen der Eidgenossenschaft. Schweizer Gold, Schweizer Volksvermögen muss in unsere Heimat gelagert werden. Genauso soll es auch mit deutschem Volksvermögen sein. Deutsches Gold nach Deutschland! Ihr habt die Grünen! Eine Partei, die sehr tolerant ist. Eine Partei, die Pädophile in Schutz nimmt. Wir in der Schweiz haben gesagt, ja, wir wollen die Pädophileninitiative annehmen. Wir wollen nicht, dass Pädophile Schmierfinken mit unseren Kindern arbeiten dürfen. Wir Schweizer wurden auch gefragt,
liebe Eidgenossen, wollt ihr einen fairen Mindestlohn für eure Arbeiter oder nicht? Und das Schweizer Volk durfte darüber abstimmen. Sie sagten zwar nein, aber genau das macht doch die wahre Demokratie aus. Das Volk entscheidet und nicht eure bezahlten Angestellten in Berlin oder bei uns in Bern. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir Schweizer werden sogar gefragt, ob wir neue Flugzeuge kaufen wollen. Das Schweizer Volk wurde gefragt, nicht die bezahlten Politiker. Das ist wahre Demokratie und diese wahre Demokratie hat einen Namen, direkte Demokratie. Jetzt! Wir hatten auch eine andere Initiative, die Aufhebung der Wehrpflicht. Wir Schweizer haben keine Berufsarmee, wieso auch? Unsere Armee hat einzig zum Schutz des Volkes zu dienen, darum haben wir ein Milizsystem. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen das Milizsystem nicht aufheben. Unsere Armeeangehörigen für unser Volk, zum Schutze unserer Nation. Das sehe ich auch für Deutschland. Raus aus der NATO, habt eine Armee, welche euer Volk beschützt und nicht die Kriege der US-Amerikaner finanziert. Ein paar Eckzahlen zu der angeblichen Nicht-Islamisierung Europas. Merkel hat gesagt, es gibt keine Islamisierung. Und gleichzeitig kann sie sagen, der Islam ist ein Teil von Deutschland. Ja, was denn nun? In der Schweiz 1970. Volksverräter! Volksverräter, richtig! Der Islam in der Schweiz hatte 1970 einen Anteil von 0,2% in der Eidgenossenschaft. Heute ist der Anteil bei 4,8 bis 5,8%. Und hier reden wir von der Schweiz. In Deutschland ist es noch viel, viel schlimmer. Deutschland hat einen Anteil von 8% und Merkel behauptet, es gäbe keine Ausbreitung des Islams. Merkel lügt euch ins Gesicht, frech und dreist. Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Unsere Brüder und Schwestern in Frankreich werden auch islamisiert. Dort kämpft die Front National am vordersten Front. Auch in Frankreich herrscht der Islam. Auch dort wird das Land islamisiert. Auch dort ist der Anteil bei gut 8%. 5 Millionen Moslems. Wie soll eine Integration stattfinden, wenn sie die Mehrheit stellen in gewissen Städten, in Kantonen und Gemeinden? Es ist schlicht unmöglich. Sie leben in Parallelgesellschaften. Sie ziehen ihre Strukturen auf und drücken sie euch Deutsche auf. Das ist keine Integration, das ist eine feindliche Übernahme. Lieber Lutz, bitte auf die Bühne. Lutz! Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen, richtig! Wir Schweizer, wir hatten 1291 die Schweiz gegründet. Es waren drei Bauern aus Uri, Schwyz und Unterwalden im Kanton Schwyz, die diesen Eid abgelegt haben. Und so bitte ich auch Michael Viehmann noch auf die Bühne zu kommen. Bitte. Ich möchte mit euch einen europäischen Rütlischwur ablegen. Wie wir Schweizer in 1291 abgelegt haben. Liebe Freunde, liebe Michael, lieber Lutz und ich als Schweizer.
Wir sprechen es vor und ihr werdet es Zeile für Zeile nachsagen. Denn es wird Zeit für eine Erneuerung Europas. Ich beginne mit dem Rütlischwur. Bitte hebt die Hand, wie wir Eidgenossen es in die Höhe gehalten haben. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern. In keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie es die Väter waren. Ehe den Tod als in Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott. Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Herzlichen Dank, Deutschland! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Danke, Ignaz. Vielen Dank, Ignaz. Danke für die bewegenden Worte. So, Freunde, nun ist es soweit. Es ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Man kann sagen, es ist eine historische Chance, die uns Dresden und Dresdnern bietet. Ein Dreivierteljahr nach dem ersten Spaziergang und ausgerechnet in der Gründungsstadt von Pegida steht eine Wahl zum Oberbürgermeister an. Eine Wahl, welche nicht auf die sonst übliche Weise durch den üblichen Politiker- und Parteienklüngel mit verschobenen und verkauften Listenplätzen entschieden wird, sondern es ist die Stimme jedes Einzelnen, es ist eine Direktwahl und jeder einfache Bürger ist gefragt. Wir können hier ein Zeichen setzen für kommende Wahlen in ganz Deutschland, ja sogar in ganz Europa. Wir haben in Dresden die Chance, einen Oberbürgermeister zu wählen, direkt aus dem Volk, der nicht nur Marionette ist, sondern dann wirklich etwas zu sagen hat und der unserem rot-rot-grün versifften Stadtrat ordentlich auf die Finger schauen kann. Es war wahrlich nicht leicht, dafür jemand Passendes zu finden, den wir mit gutem Gewissen ins Rennen schicken können. Es war nicht leicht, jemanden zu finden, dem wir vertrauen, der aber ebenso, wo wir sicher sein können, dass er nicht dazu mutiert, wie die meisten Politiker nach den Wahlen, nämlich zu diesen sogenannten Verrätern. Wir hatten drei Personen auf dem Zettel, daraus wurden zwei und am Ende, ganz kurz vorm Ziel, kam eine zwar ungeweihte, aber dann doch glückliche Veröffentlichung in Chemnitz uns zu Hilfe. Die Zahl der Zuschriften auf diese unglückliche Veröffentlichung waren so überwältigend. Es waren tausende Mails, PNs, Briefe, Faxe, alles Mögliche. Und das hat uns geholfen, die endgültige Entscheidung zu treffen. Es ist ein Kandidat, der unsere Stadt und die Menschen mit allen Ecken und Kanten lieben gelernt hat, der Erfahrung auf dem politischen Parkett hat und unser schönes Dresden vor solchen Zuständen wie in seiner ursprünglichen Heimatstadt schon an der Tagesordnung sind, genau diese vor uns schützt, uns vor diesen schützen will. Entschuldigung bitte, ich bin etwas aufgeregt heute. Es ist ein Kandidat, der Durchsetzungsvermögen hat, was er schon einmal eindrucksvoll bewiesen hat, als er gegen Widerstand von allen, inklusive Deutscher Bahn, anderen Politikern, Antifa, Fußballfans und vielen anderen, ein Alkoholverbot in öffentlichen Nahverkehrszügen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg durchgesetzt hat. Es ist ein Kandidat, der Redegewandtheit, Charme und souveränes Auftreten verbindet mit Zuverlässigkeit und einem unglaublich starken Willen, etwas im Sinne des Volkes zu verändern. Puh, Freunde, jetzt fange ich schon an wie bei RTL, ne? Die überspannen den Bogen auch immer mit dem nächsten Satz, dem nächsten Satz, dem nächsten Satz. Deswegen ist genug. Begrüßt mit uns unseren Kandidaten für die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Dresden, Tatjana Festerling.
Guten Tag, Dresden! Liebe Widerstandskämpfer und Freiheitsliebende, liebes Pegida-Team, ich danke euch aufrichtig für euer Vertrauen. Und ich will nicht lange drumherum reden. Ja, ich nehme diese Nominierung an. Ich mache es. Ja, bei dieser Oberbürgermeisterwahl wird es einen unabhängigen Kandidaten aus dem Volk für das Volk geben. Einen Kandidaten für die Bürger dieser Stadt. Für Dresdner Steuerzahler, die von Politikern übergangen werden, nicht gehört werden und schlimmer noch beschimpft werden. Ein Kandidat für Dresdner Arbeitnehmer, die von den Unternehmen unter Druck gesetzt werden, nicht zu Pegida zu gehen. Liebe Freunde, wer hätte das vor einem halben Jahr gedacht, dass wir hier jetzt und heute so zusammenstehen, und zwar richtig zusammenstehen. Und das macht uns stark, das macht uns glücklich und das macht uns auch attraktiv für andere Menschen in vielen Ländern. Und das macht uns gefährlich. Und wisst ihr was? Das ist gut so. Wir werden gewinnen. Wir gewinnen die Möglichkeit, einen unabhängigen Kandidaten aus dem Volk ohne die üblichen Negativ-Auslesen des Politikbetriebes an die exponierte Stelle der Stadt zu wählen. Und damit schaffen wir uns Gestaltungsspielräume für die zukünftige Politik in Dresden. Wir gewinnen Selbstvertrauen, weil wir uns vertrauen, an unsere Stärke glauben, an den Anstand und darin, dass wir das Richtige tun. Und mit jedem Angriff von außen, jeder Verunglimpfung, jedem Zersetzungsversuch wird unser Zusammenhalt größer. Wir gewinnen das Interesse der Bürger anderer Gemeinden und Städte, wenn 99,9% der Medien und Politiker von AfD bis CDU, von den Linken, Roten und Grünen gegen Pegida hetzen, dann dämmert es auch dem Letzten, dass in diesem Land etwas mächtig schiefläuft. Wir gewinnen internationale Freunde und neue Verbündete. Menschen aus aller Welt schauen auf das Pegida-Mutterschiff hier in Dresden. Und heute hatten wir Freunde aus Österreich und der Schweiz zu Gast. Nächste Woche kommt Geert Wilders aus den Niederlanden. Und es gibt noch viel mehr Länder, in denen engagierte Patrioten gegen Islamisierung und gegen die arrogante Bevormundung ihrer Politiker kämpfen. Gerade am Samstag gingen in den Großstädten Australiens und London Islamisierung auf die Straße. Und das alles nach dem Vorbild von Pegida. Pegida in Dresden. Wir sind es und nicht Merkel, nicht Gauck, nicht Tillich, die Impulse für eine positive Veränderung in die Welt senden. Wir gewinnen Freiheit. Wir befreien uns von den ewigen Rechtsvorwürfen, den plumpen
gegen Pauschalverurteilungen. Wir hier sind alle keine Nazis, keine Rechtsradikalen. Wir sind Patrioten. Kaiser Wilhelm II. Sagte, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Unsere Parteien kennen leider keine Deutschen mehr. Anders ist die Politik der ungezügelten Zuwanderung nicht zu erklären. Und eine widersprüchliche Allianz von CDU bis Antifa hat beschlossen, uns Deutsche in eine multinationale, multikulturelle Bevölkerung umzuwandeln. Und damit meine ich nicht die wirklich Hilfesuchenden und die vom Krieg vertriebenen Familien. Diesen gewähren wir in Deutschland gerne Hilfe und Zuflucht. Nein, gemeint sind die Asylantenströme, mit denen ihr, die Deutschlandvernichter von Merkel und Gabriel bis Tillich, unser Dresden, unser Sachsen und unser Deutschland fluten. Männer, die ihre Familien und die Heimat im Stich lassen, weil es hier so einfach, schöner wohnen und ordentlich Knete vom Staat gibt. Illegale, die ihr euch nicht mehr traut abzuschieben und die nun in intakten sächsischen Gemeinden für Unruhe, Kriminalität und Destabilisierung sorgen. Aber ihr werdet nicht gewinnen. Und auch ihr Politiker, die ihr die Weichensteller für den Islam seid, die ihr uns immer noch weismachen wollt, es gäbe einen guten und einen terroristischen Islam. Ihr, die sogar befeuert, dass sich die angebliche Religion Islam jetzt auch noch in unsere Politik einmischt, ihr werdet nicht gewinnen. Überhaupt die Glaubwürdigkeit unserer Politiker. Ende Mai 2012, unser aller Bundespräsident Joachim Gauck distanziert sich von der Einschätzung seines Vorgängers Christian Wulff, der Islam gehöre zu Deutschland. Diesen Satz könne er so nicht übernehmen. Und heute? Heute behauptet Gauck, eine Islamisierung finde nicht statt. Da steht nun Aussage gegen Aussage. Ja bitte, welcher Gauck hat denn nun recht? Unsere Zukunft sind unsere Kinder. Städtische Träger von Kinderheimen und Schulen haben sich aus allen religiösen und weltanschaulichen Bevormundungen herauszuhalten. Wir wollen kindgerechte, fördernde, liebevolle Bildungskonzepte und keine Versuchsanstalten für Gleichmacherei und Experimente. Und ihr von der radikalen, sozialistisch-quersexuellen Minderheitenlobby, ihr Erwachsene, die ihr euch wie Pädophile ständig mit der Sexualität unserer Kinder beschäftigt. Ihr verkorksten Gender-Tanten, die ihr mit eurem überzogenen Sexualscheiß, ja, ich sag's nochmal, Sexualscheiß, unsere Kinder traumatisieren und frühsexualisieren wollt. Euch sage ich, in Dresden werdet ihr nicht gewinnen. Ach, und ihr übrigens,
übrigens aus der Migrations- und Sozialindustrie, die ihr so fein und bequem von Staatsgeld lebt. Also auch ihr vom Kulturbüro Sachsen, die ihr glaubt, ewig auf Kosten anderer leben zu können. Flüchtlinge als Fallzahlen betrachtet, um den eigenen Job zu sichern. Nein, nein, ihr werdet auch nicht gewinnen. Und auch einen Herrn Ulbich von der CDU, der uns Rattenfänger und Rassisten und Nazis nennt, haben die Menschen in Dresden hier satt. Und vor allem, wenn sich Ulbich ganz devot auf Linie mit Merkel über Pegida äußert. Das ist nicht demokratisch, mit denen sollte man nicht sprechen. Man sollte eher mit Flüchtlingen sprechen, die unter dem Rassismus leiden. Nein, Fehlanzeige. Ulbich ist nicht der Innenminister der Asylanten. Ulbich ist der Innenminister der Sachsen, der Deutschen. Und er hat sich hier gefälligst um das Wohl der Sachsen und der Dresdner zu kümmern. Herr Ulbich, Sie werden nicht gewinnen. Überhaupt Flüchtlingsströme. Der rot-rot-grüne Stadtrat hat gemeinsam mit der CDU-Oberbürgermeisterin noch schnell die Neufassung des Konzepts zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in der Landeshauptstadt Dresden für die nächsten 5 Jahre verabschiedet. Es heißt Integrationskonzept 2015 bis 2020. Das ist ein Papier voller dramatischer Schicksalsentscheidungen für Dresden. In 5 Jahren mit weiter massiv ansteigenden Asylantenströmen wird man diese wunderschöne Stadt und ihre Umgebung nicht mehr wiedererkennen. Wir werden alles, alles tun, jeden Hebel in Bewegung setzen, alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um dieses Zerstörungsprogramm noch irgendwie zu stoppen. Ihr werdet nicht gewinnen! Liebe Dresdner, wir werden diesen Wahlkampf nur gemeinsam stemmen. Es ist eure Stadt und deshalb sind eure Erfahrungen, euer Wissen, eure Anliegen das Maß aller Dinge. Und ich möchte ausdrücklich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe einladen, uns zu unterstützen. Natürlich arbeiten dort Menschen, die ihre Stadt lieben. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, denen das Schicksal Dresdens nicht egal ist. Sie wissen um die gutmenschlichen Bauchentscheidungen, um Verschwendungen, um Misswirtschaft und sie kennen den Filz in dieser Stadt. Und auch dort sind Menschen mit klarem Verstand, die vom rot-rot-grünen Stadtrat vorangetriebene Transformationspolitik kritisch sehen. Bitte meldet euch bei uns. Euer Wissen ist wertvoll. Liebe Pegidianer, jeder von uns ist ab nun nicht nur Ordner, sondern auch Wahlkämpfer. Wir werden keinen klassischen Wahlkampf machen können. Aber dafür werden wir bodenständig, sparsam, originell und kritisch sein. Sächsisch eben. Und unsere Bürgersprechstunden halten wir montags hier bei Pegida ab. Ich werde bald dauerhaft in Dresden wohnen und dann jeden Tag irgendwo in der Stadt auf der Straße sein. Bitte sprecht mich an. Ohne euch geht es nicht. Und deshalb bitten wir um eure Beteiligung, eure Fragen, eure Konzepte, eure Vorschläge.
Bitte nennt uns die Themen, die euch hier in Dresden auf den Nägeln brennen. Denn nur gemeinsam heißt es, wir werden Oberbürgermeister. Ja, und nachher erklärt euch Lutz noch, was ihr zur Unterstützung dieser Wahlteilnahme tun müsst. Hört bitte genau zu. Ja, liebe Dresdner, liebe Freunde, es ist eine historische Chance, in der Stadt, in der Pegida gegründet wurde, dass nun ein Dreivierteljahr später der Oberbürgermeister direkt und vom Volk gewählt wird. Lasst uns diese historische Chance nutzen. Wenn nicht hier in Dresden, wo sonst? Pegida war der erste Schritt, die Wahl ist der zweite. Wir haben es noch in der Hand, friedlich Veränderungen herbeizuführen. In Dresden werden wir das Volk gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank, Tatjana. Wir sehen uns bald wieder. Kurz zur Erklärung noch. Der Wahlvorschlag, der vorgeschriebene, wurde per Einschreiben bereits abgesendet. Jetzt brauchen wir nur noch für die Zulassung zur Wahl die sogenannten Unterstützerunterschriften. Das sind in Dresden 240. Ich denke, das sollte möglich sein, relativ kurzfristig zu erledigen. Ab Mittwoch bitten wir deswegen jeden, der die Tatjana mit unterstützen möchte, auf der Theaterstraße hier drüben 11 und 13 im Bürgersaal Raum 100 seine Unterstützerunterschrift abzugeben für Tatjana und für in dem Fall ja auch den Unterstützer Pegida. Und jetzt denke ich, ist es an der Zeit, unserer Oberbürgermeisterin die Stadt zu zeigen und spazieren zu gehen, oder? Die kennt die zwar schon ganz gut, also sehr gut. Sie wird auch kommende Woche auch schon nach Dresden ziehen, wohnt jetzt schon fast in Dresden. Unser Führungsbanner geht wie immer nach vorn. Wir drehen eine Runde und wenn wir wiederkommen, erwartet euch hier der liebe Doktor. Sehr gerne.
Zimmer. 2.900 Zimmer. Mehr Thank you.
sauer. Den könntest du sein, ja.
kenne von Berlin aus mein Volk. Alle wieder rein und komm mit! Fenster zu machen. Thank you.
So, liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet einen guten Spaziergang. Ich darf euch jetzt ankündigen, den Dr. Alfons Bröbstel. Wir begrüßen ihn. Herzlich willkommen in Dresden, lieber Doktor. Er geht hier rüber. So. Dankeschön, Herr Lutz. Ja, ich habe hier einen persönlichen Mikrofonhalter. Sie kennen diesen Herrn, also an dieser Stelle danke für die Einladung. Hallo, liebe Ladies und Germanys. Sie wissen ja, ich bin ja selber Ausländer mit Migrationshintergrund. Ne? Und danke, dass ich hier sprechen darf. Der Lutz hat gesagt, Herr Doktor, bitteschön, nur 8 Minuten Redezeit, sonst male ich Ihnen einen Bart ins Gesicht und stelle es online. Ich könnte ja stundenlang reden, aber ich habe mir hier auf mein Elektroteil hier ein Skript gemacht, damit ich mich ein bisschen zusammenreiße. Dieses Skript dient sozusagen Ihrem persönlichen Schutz und natürlich dem Nervenkassett von Herrn Lutz. Ja, Herrschaften, wir wissen es alle, wer die Zukunft verändern will, muss die Gegenwart stören. Ja, das macht Pegida ja schon ganz gut und die BRD GmbH kann von Dresden durchaus lernen. Schweigen kann nämlich unheimlich laut sein. So laut, dass man sogar in Berlin hört.
Berlin hat sehr allergisch reagiert und schon mal die Hunde von der Kette gelassen. Der Lügenpresse und der Antifa wurde der Maulkorb abgenommen und man hat gerufen, Fass! Ja? Frage, warum gibt es in diesem Rechtsstaat immer noch kein Gesetz, das Gegendemos am selben Platz zur selben Zeit verbietet? Es gibt weniger Verletzte, die Polizei, die übrigens an dieser Stelle, sei es erwähnt, einen super Job macht. Die Herren Beamten, das war Ihr Applaus, das geht besser. Ein Riesenapplaus an die Dresdner Polizei, bitte. Genau, liebe Beamte, diesen Sonderapplaus können Sie sich auf der Pegida-Seite dann als Klingelton downloaden. Ja. Die Polizei hätte es wirklich leichter und es wird auch deutlich weniger kosten. Aber das scheint ja so nicht gewollt. Der Lateiner sagt, divide et impera und meint damit teile und herrsche. Das hat Methode. Jetzt werden auch schon die Schulkinder gegen Pegida auf die Straße geschickt, weil sonst gibt es vom grünen Lehrer eine schlechte Note und zur Strafe darf die ganze Klasse dann nicht mehr mit dem Dildo spielen. So schaut's aus. Aber das war ja den Dresdner Spaziergängern alles egal. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, auch wenn er absichtlich nicht beleuchtet wird. Na? Da helfen auch keine Gegendemos, bezahlt aus der Staatskasse mit 10 Euro Zuschlagszuschlag. Na, und zum Glück ist jetzt ja Sommerzeit, die Tage werden länger, obwohl, wenn ich so recht überlege, das mit der Sommerzeit ist vielleicht keine gute Idee, denn die Politiker reden ganz schön viel Scheiß, wenn der Tag lang ist. Aber schauen's, wir werden es ja wieder sehen. Am 1. Mai brennen dann nicht nur die Augen in Berlin, sondern hauptsächlich Fahrzeuge und Polizeistationen. Da feiern die Linksextremisten wieder ihren Christopher Street Day. Ja, und da schaut die Politik wieder weg. Na, in Berlin ist man dann sehr froh, dass es gleich wieder vorbei ist, obwohl wir seit Frankfurt wissen, dass es jetzt erst richtig losgeht. So schaut's aus. Schon komisch. Wenn Polizisten mit Säure übergossen werden, dann ist das kein Mordanschlag, sondern spezialdemokratischer Aktionismus. Wenn aber im Osten ein Dachstuhl brennt, dann ist das keine Sachbeschädigung, sondern ganz automatisch ein brutaler Anschlag auf die Menschenrechte. In diesem Land, Herrschaften, herrscht der moralische Linksverkehr mit hysterischem Betroffenheitsreflex. Aber Hauptsache, wir sind Weltmeister. Ja, das stimmt, Weltmeister im Import von Asylanten. Und die sollen die Rentenkasse retten, wie man hört. Jetzt findet man aber ausgerechnet bei der Bertelsmann Stiftung raus, alles völliger Quatsch. Im Gegenteil, jeder Einzelne kostet 80.000 Euro, solange er hier ist. Einzahlen tun ja nur die wenigsten. Und wenn man schaut, aus welchen Ländern die meisten hier kommen, wird es ein Bombengeschäft. Und es werden jedes Jahr 500.000 mehr. Hier habe ich ein bisschen Platz für Sie gelassen, für Ihre eigenen Berechnungen. Kleiner Tipp, die meisten Taschenrechner gehen nur bis zu 10 Stellen. Ja, kleine Info, das wird Sie vielleicht interessieren. Bis jetzt hat dieses zweitgrößte deutsche Menschenexperiment 1 Billion Euro gekostet. Aber wie wir wissen, ist der Euro ja nichts mehr wert und deswegen ist auch nicht so schlimm. Zum Thema Bereicherung sage ich nur so viel. Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten. Ja, die Kosten, die steigen gewaltig und die steigende Gewalt kostet natürlich. Ja. Jahrelange Wohnungsnot, kein Geld für Schulen, nichts passiert. Kaum aber kommen die absichtlich einreisenden jungen Herren mit Smartphone und Rollkoffer, dann wird komischerweise sofort das Baurecht geändert. Ja. Plötzlich gibt es Wohnraum für Fremde in Hülle und Fülle und obendrein soll es demnächst noch Zehnerkarten fürs Bordell geben. Herrschaften, da fühlt man sich doch leicht verarscht und könnte sich durchaus schwarz ärgern. Frage, wozu braucht es einen Asylantrag, wenn sowieso alle hier bleiben dürfen?
aber die Willkommensfetischisten sagen, wer in die Asylunterkünfte reinschaut, soll sich nicht aufregen und die Zukunft nicht zu schwarz malen. Ja? Denn so schlimm ist das alles ja nicht. So hat sich zum Beispiel ein Gast mit 17 verschiedenen Namen ins Sozialsystem eingetragen und abkassiert. Schon klar, wahrscheinlich kein Einzelfall. Deshalb halbiert der Bund beharrlich die echten Zuwanderungszahlen. Der Karren wird so lang beladen, bis der Esel ihn nicht mehr ziehen kann. Dann wird der Esel aufgefressen und dann schaut man weiter. Ja, Herrschaften, wer sich opfert, der wird auch geschlachtet in diesem Land. So schaut's doch aus. Da hilft's auch nichts, wenn man bereicherungsbesoffen im Schwäbischen zum Beispiel eine Mozart-Oper mit echten Flüchtlingen aufführt. Ausgerechnet die Skandaloper von Mozart, Così fan tutte. Das ist italienisch und heißt So machen's alle. Sehr treffend für unsere Politschranzen und die milliardenschwere Sozialindustrie. Die hat mittlerweile, bitte schön festhalten, 1,4 Millionen Festangestellte und ist der größte Arbeitgeber der BRD GmbH. Hast du es gewusst? Die Umverteilungsindustrie verbrennt ein Drittel des gesamten Bruttosozialproduktes und der Hunger nach Aufgaben wächst. Herrschaften, Sie müssen sich immer fragen, wem nützt das Ganze hier eigentlich? Andere Frage. Warum ist es heute immer noch nicht möglich, wirklich wichtige Themen anzusprechen, ohne gleich rechts außen spielen zu müssen? Beispiel. Bei uns kann man jeden Christen und jeden Atheisten zum Beispiel als Depp darstellen. Nur Mohammedaner nicht. Warum ist das so? Wer auf den Altar des Kölner Doms uriniert, wird von der Lügenpresse als origineller Aktionskünstler gefeiert. Aber wer an die Tür einer Moschee pinkelt, der verübt ein Hassverbrechen. Schon komisch. Und wenn hier die zornigen Männer vom Halbmond Juden ins Gas rufen, weit und breit keine bezahlte Gegendemo, keine Strafe und der schwarze Hubschrauber aus Karlsruhe, der bleibt am Boden. Seltsam, oder? Distanzierung der muslimischen Verbände, Fehlanzeige. Da brennt der Teppich. Stattdessen fordern sie extra Badezeiten und ein Kopftuch in der Schule. So schaut's aus. Langsam wird's vielen hier buchstäblich zu bunt. Obwohl man ja sagen muss, das neue Bund ist ja eher schwarz-weiß. Ne? Schwarze Burka, weißer Kaftan. Ja, und wenn man der Kanzlerin glauben darf, gehört der Islam ja schon längst zu Deutschland. Schon schleierhaft. Vor ungefähr 1001 Nacht hat die Pfarrerstochter doch glatt das Gegenteil behauptet. Herrschaften, wenn's zu bunt wird, muss man Farbe bekennen. Vorschlag von der Lifestyle-Redaktion. Mit einer geschickten Kombination aus Rot-Grün liegen sie in Deutschland immer voll im Mainstream-Trend. Diese beiden Farben dürfen hier nämlich alles, zum Beispiel Angriffskriege befehlen, wie in Jugoslawien. Und was noch schlimmer ist, ungestraft in die Unterhose unserer Schulkinder greifen, gegen den Willen der Eltern. Akzeptanz statt Toleranz, so heißt die neue Moralkeule des Gender-Mainstreams. Wenn Sie mich fragen, ist das keine Wissenschaft, sondern akademisches Hartz IV. Ziel dieser Schlüpferwissenschaft ist eine familienlose Gesellschaft, oversexed and underfucked. Zusätzlich zur sexuellen Durchgenderung unserer Schulkinder gibt es jetzt zwei neue Fälle in der deutschen Grammatik. Haben Sie das gewusst? Denominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und ganz neu seit zwei Monaten der E-Dativ. Ja? Sozusagen der klassische Einzelfall, der das Recht für sich gepachtet hat. Ja, und dann noch, das darf man natürlich auch noch erwähnen hier, das neue Futur 3. Das benutzt man aber nur in Verbindung mit dem Berliner Großflughafen. Ne? Ja, Herrschaften, bei dieser Politik fragt man sich natürlich schon, wie soll man den richtigen Fall denn finden, wenn man selber einer ist? Ne? Nur noch 15% der Bürger vertrauen den Politikern. Täglich werden es weniger, wie man hört, ja. Jede Partei lebt natürlich von ihrem Kult und stirbt an der Politik. Der Bürger hat vom Ökosozialtoleranzgeschwafel die Pappen gestrichen voll.
Er möchte mehr direkte Demokratie, so schaut's doch aus. Das wäre eine Sache. Bei Berufspolitikern ist es ein bisschen anders. Sie wollen ein anderes Volk. Eines, das besser folgt. Ne? Deshalb holt man ja Millionen von Menschen ins Land, die rundum versorgt werden. Ne? Ja? Die Politiker hoffen, dass dieses neue Volk sie dann wieder lieb hat. Ne? Aber Herrschaften, wir wissen, Hoffnung ist die sentimentale Schwester der Dummheit. Und der Dummheit muss man schaden, so gut man kann. Darauf einen Applaus bitte. Diesen Applaus kann man sich in Berlin ebenso als Klingelton downloaden. Sie, die Menschen von Pegida, wollen die Propaganda der Lügenpresse und Gedankenautomaten, für die sie auch noch zahlen müssen, längst nicht mehr. Ich kann das gut verstehen. Sie kennen ja genau den Unterschied zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung. Und Sie wollen sicherlich keine Kriegshetze. Tja, selber denken vermisst einem so manchen TV-Abend. So schaut's aus. Und Sie wollen, dass die bestehenden Gesetze auch endlich angewendet werden. Und zwar für alle gleichermaßen. Für alle gleichermaßen, gell, Herr Maas? Ich persönlich habe ja von Brüssel die Schnauze voll. Ne? Über Duschköpfe, Glühbirnen, Staubsauger oder Haartrockner entscheiden überbezahlte Dummköpfe, was gut für uns ist. Ja, ich weiß, ich rede jetzt schon viel zu lang, der Herr Lutz nimmt schon die Herztabletten. In Kürze, wir alle, Moment, da muss ich mich ein bisschen aufrichten, Herr Bachmann. Ich hab's im Kreuz als alter Mann. Wir alle haben jetzt schon viel zu lange zugeschaut. Ein altes jüdisches Sprichwort sagt, wenn man nur vom Zuschauen lernen würde, dann wären alle Hunde Metzger. Deshalb, liebe Dresdner, liebe Freunde, schauen's nicht länger zu und treten Sie ein für direkte Demokratie und den gesunden Menschenverstand. Schadens der Dummheit, Dresden zeigt, wie es geht. Je mehr Spaziergänger, desto besser. Es ist leider so. Die Zeit wird, Herrschaften, die Zeit wird knapp. Denn Sie wissen ja, der Deutsche hat eine Uhr, der Afrikaner hat Zeit. Danke, auf Wiederhören, wir sehen uns auf YouTube. So, vielen Dank, lieber Doktor. Wir freuen uns, wenn Sie bald mal wieder bei uns vorbeischauen würden. Sehr angenehm. Wir werden Sie jetzt natürlich ordentlich zum Fahrzeug bringen. Achso, einen kleinen Moment noch. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Meine Medikamente wirken leider nicht so lang. Ich muss zurück ins Heim. Wir würden jetzt noch, also das brauchen wir zumindest für uns mal aus Erinnerung, gönnt uns bitte diesen kleinen Moment, unser Gruppenfoto vom Orga-Team mit dem Doktor. Es geht sofort weiter, aber das brauchen wir, wo ist der Fotograf? Sekunde. Da vorne ist er schon. Sind alle da? Ja, ich bin ja. Kleinen Moment noch. Ein Gedanke noch, jetzt wo wir alle so nett beieinander sind, hätten Sie Interesse an einer kapitalgedeckten Lebensversicherung? Unser Verkaufsstand ist auf der Rückseite aufgebaut. Wenn Ihnen das zu doof ist, bitte investieren Sie in was Nachhaltiges, in den Doktorand. Der ist ganz aus Silber und ganz in echt. Bei der degussa.de, bitte schön, schauen Sie vorbei, würde mich sehr freuen. Der liebe Doktor hat mir einen mitgebracht für das zukünftige Pegida-Museum.
Wir bedanken uns auch dafür recht herzlich. Er wird jetzt geleitet. Wer übernimmt das? Sigi übernimmt. Jetzt ist mein Zettel weg. Ich habe überhaupt kein Konzept mehr. So Leute, jetzt haben wir noch einen Gast. Und zwar haben wir heute ganz viele Gäste aus Polen da, von Pegida Polen. Und wir haben jemanden, der das ganz kurz übersetzt für unsere Freunde aus Polen und ein Grußwort an die schnell noch sagt. Lass ich mal kurz hoch. Geh mal ein Stück vor. So, ich übergebe mal kurz und sie wird das mal kurz auf Polnisch vortragen. Drodzy Patrioci, serdecznie witamy w Dresden. Cieszymy się bardzo, że tyle set kilometrów za sobą założyliście, że przyjechaliście i dołączyliście się do nas. Mam nadzieję, że w niedługim okresie czasu spotkamy się w Polsce. Dziękujemy! Auch noch mir von mal viele Grüße nach Polen. Zum Schluss noch etwas unbedingt für nächsten Montag. Nächsten Montag wird es den Anfang einer grandiosen Reihe von Veranstaltungen in Dresden geben. Wir haben als Gast Gerd Wilders da, den Vorsitzenden der Partei für die Freiheit. Aus Holland, genau. Am 13.04. in der Flutrinne. Um 17 Uhr beginnt die Veranstaltung und ist in der Flutrinne gegenüber der Messe. Das ist dieser Parkplatz dort, der große, wo immer die US Car Convention, wie es alles heißt, stattfindet. 17 Uhr dort. Weiterhin hoffe ich auf zahlreiches Erscheinen von euch dort. Und nachdem Sigi letzte Woche in seiner grandiosen Rede wie immer aufgefordert hat, dass jeder einen mitbringt und in einem Beisatz oder auch zwei, tue ich das einfach mal noch erhöhen und sage, nächste Woche jeder bringt drei mit. Denn dann haben wir das erreicht, was wir eigentlich wollten. Es sind wohl heute laut den Durchlaufzählungen 14.600 Menschen hier. Und das ist wohl ein ganz klares Signal. Des Weiteren noch ein kleiner Hinweis jetzt. Der Doktor, der gerade da war, hat alles, der war kostenlos hier, der hat alles auf seine Kappe genommen. Deswegen schaut einfach mal vorbei auf der Seite degussa.de, da gibt es diesen Doktorand zu kaufen, damit eben solche Sachen finanziert werden können. Und jetzt würde ich sagen, ist es Zeit für den Kai. Und dass wir gemeinsam heute, brauchen wir natürlich kein Licht nach oben, brauchen wir die Handys nicht dafür, aber für unsere Hymne, die wir jetzt gemeinsam singen. Hallo Dresden! Hallo deutsches Vaterland! Wir singen jetzt gemeinsam die Hymne. Oh, es ist ja der Wahnsinn heute, hä? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes und der Pfann. Im Glanze dieses Glückes blühe deutsches Vaterland. Im Glanze dieses Glückes blühe deutsches Vaterland. Danke Dresden, danke Deutschland! Vielen Dank Kai. Für nächste Woche noch eine organisatorische Sache. So zeitig wie möglich da sein, zeitig. Es kommen sicher gute Plätze. Es wird sicherlich, ich empfehle eine Stunde vorher, spätestens eine halbe Stunde vorher anzukommen. Es wird ein Mega-Event. Ich bedanke mich für das zahlreiche Erscheinen heute. Vielen Dank Dresden. Dresden zeigt, wie es geht.
und ich erkläre die Veranstaltung für heute für beendet. Vielen Dank und noch einen schönen Restfeiertag.